Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Apple Cases. Und wie ihr es hier im Bild bereits seht, geht es heute um die beiden Galaxy Top-Modelle, das aus dem letzten Jahr und das aktuelle aus diesem Jahr, nämlich auf der linken Seite das Samsung Galaxy S2 und auf der rechten Seite das ganz, ganz neue Samsung Galaxy S3. Ja, und in diesem heutigen Video wollen wir diese beiden Smartphones einfach mal vergleichen und insbesondere mal der Frage nachgehen, wenn ihr zum Beispiel vor der Entscheidung steht, euch jetzt ein neues Android-Smartphone zu kaufen und ihr eventuell eben überlegt, ein Samsung Galaxy zu kaufen, ob es dann unbedingt das Galaxy S3 sein muss oder ob vielleicht auch noch das Galaxy S2 für euch ausreichend ist. Denn das Samsung Galaxy S2 ist natürlich deutlich preiswerter auf eBay und auf Amazon zu bekommen. Ja, fangen wir mal an. Bei beiden gibt es inzwischen das gleiche Betriebssystem. Das Samsung Galaxy S3 wird ja ohnehin mit dem neuesten Ice Cream Sandwich ausgeliefert, wobei das hier noch eine etwas neuere Version ist. Wenn man hier mal auf Informationen zum Gerät gehen, dann seht ihr, dass hier die Android-Version 4.0.4 drauf ist. Aber für das Galaxy S2 gibt es inzwischen auch schon Ice Cream Sandwich. Das hatte ich euch ja vor kurzem mal in einem Video präsentiert. Wenn wir hier auf Einstellungen gehen, dann seht ihr das hier unten auch. Das ist zwar nicht 4.0.4, aber immerhin ist es die Version 4.0.3. Das heißt, vom Betriebssystem habt ihr eben bei beiden hier das neueste Android, nämlich Ice Cream Sandwich. Leichte Unterschiede gibt es natürlich aufgrund der Displaygröße. Das Samsung Galaxy S3 verfügt ja über ein 4,8 Zoll großes Display, während das Samsung Galaxy S2 ja in Anführungsstrichen nur über ein 4,3 Zoll großes Display verfügt. Meiner Meinung nach reichen aber die 4,3 Zoll von dem Samsung Galaxy S2 durchaus aus. Wenn man überlegt, das iPhone 4S zum Beispiel hat nur ein 3,5 Zoll großes Display. Von der Display-Technik handelt es sich bei beiden um Super AMOLED, allerdings dann doch etwas unterschiedlich. Ihr habt nämlich hier bei dem Samsung Galaxy S3 ein Super AMOLED HD Display mit einer 720p Auflösung, das entspricht 1280x720 Pixeln, während ihr hier bei dem Samsung Galaxy S2 nicht ganz so eine hohe Auflösung habt. Das ist die normale Auflösung, die vorher war im letzten Jahr von 800x480 Pixeln. Dafür habt ihr bei dem Samsung Galaxy S2 eine etwas höhere Anzahl von Subpixeln. Das ist nämlich die sogenannte Super AMOLED Plus Technik. Die hat zwar nicht ganz so eine hohe Auflösung, hat dafür aber insgesamt mehr Subpixel. Das habt ihr hier nicht, das ist eine Pentile-Matrix, aber um jetzt auch nochmal auf die Frage zu kommen, was ist jetzt besser? Aus meiner Sicht kann man da gar nicht davon sprechen, dass eines besser oder das andere schlechter ist. Was man natürlich schon merkt, ist, dass das S3 eine höhere Auflösung hat als das Samsung Galaxy S2, ist aber auch nicht ganz so tragisch, weil ihr eben auch hier immerhin 0,5 Zoll weniger Display-Diagonale habt. Also insofern, vom Display her muss ich sagen, muss man meiner Meinung nach nicht unbedingt zum Galaxy S3 greifen. Natürlich ist das ein wunderbares Display, aber das Galaxy S2 erfüllt wunderbar die Ansprüche im Alltag und kann auch als sehr, sehr gut bezeichnet werden, immer noch als sehr, sehr gut bezeichnet werden. Ja, ansonsten vielleicht nochmal ganz kurz zur Oberfläche. Ihr habt natürlich hier bei dem Samsung Galaxy S3 schon die allerneueste TouchWiz-Oberfläche drauf. Das ist TouchWiz 5.0. Samsung selber nennt das Ganze ja Nature Design. Und das kann man ja auch erkennen. Ihr habt hier überall diese Wassereffekte. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Ganze hier entsperrt, ich schalte mal den Ton ein wenig ein. Ja, das müssen wir jetzt mal hier machen. Wenn man den Ton hier mal einschaltet, so, entsperren wir es nochmal und dann den Ton hier. Und wenn wir es jetzt nochmal in den Passivzustand schalten, dann kann man das ja nochmal zeigen. Also wenn man hier so draufklickt, ihr hört das, dann habt ihr hier immer diesen Wassersound-Effekt und ihr seht auch diese Wellenbewegung. Wie gesagt, Samsung nennt das Nature Design, ist letztlich aber aus meiner Sicht im Grunde genommen nur Spielerei und man braucht das natürlich im Alltag nicht. Das hat das Samsung Galaxy S2 jetzt nicht. Hier ist die TouchWiz-Version 4.0 drauf, also der Vorgänger, wenn man so will.
Von der grundsätzlichen Bedienung hat sich da aber gar nicht viel geändert. Ihr seht, ihr habt auch hier zum Beispiel ein Wetter-Widget, was ihr auf den Homescreen legen könnt. Es sind natürlich teilweise Details geändert worden, aber man kann schon erkennen, dass es eben sich bei beiden um Oberflächen von Samsung handelt. Was bei beiden möglich ist, ist der Einsatz einer Micro-SD-Karte. Hier ist das S3 sicherlich ein wenig im Vorteil, weil ihr hier diese neuesten, 64 GB Micro-SD-Karten reinlegen könnt. Das S2 dagegen ist auf 32 GB limitiert. Aber auch das ist aus meiner Sicht kein Argument dafür zu sagen, dass man unbedingt das S3 braucht. Denn wenn ihr überlegt hier, das S2 hat einen internen Speicher, dieses Modell hier von 16 GB. Ihr bekommt das aber, glaube ich, inzwischen auch mit 32 GB und dann wäre man bei 32 plus 32 SD, also Micro-SD-Karte, und dann wäre man hier auch bei 64 GB. Meiner Meinung nach absolut ausreichend für ein Smartphone. Wenn ihr natürlich zu denjenigen gehört, die wirklich super viel Speicherplatz braucht, dann könntet ihr hier rein theoretisch bis zu 128 GB zusammenbekommen. Nämlich wenn ihr die neueste Version oder die größte Version nehmen würdet, die aber glaube ich in Deutschland noch gar nicht auf dem Markt ist. Es gibt nämlich das S3 auch mit 64 GB. Dann könntet ihr nochmal 64 GB Micro-SD-Karte dazu packen und dann werdet ihr bei sage und schreibe 128 GB. Wobei man sagen muss, dass diese 64 GB Karten ja auch nicht gerade billig sind. Beide haben übrigens einen internen Speicher von 1 GB, also auch da tun sich die Modelle nicht viel. Was allerdings ein Unterschied ist, ist die Akkukapazität. Ihr habt hier bei dem Galaxy S3 eine Akkukapazität von stolzen 2100 mAh, während das S2 in Anführungsstrichen nur 1650 mAh hat. Ihr seht also, das S3 hat einen deutlich stärkeren Akku. Das Ganze muss aber auch so sein, weil natürlich dieses 4,8 Zoll große HD-Display oder Super AMOLED HD-Display wirklich eine ganze Menge Strom auch frisst. Und vom Alltag her muss man sagen, dass sich beide eigentlich meiner Meinung nach auch da nicht viel tun. Ihr müsst, wenn ihr das Ganze normal nutzt, eben beide abends wieder komplett aufladen. Also ihr schafft bei normaler, vielleicht etwas gesteigerter Nutzung gerade mal so einen Tag mit beiden Smartphones und dann müssen die eben wieder an die Steckdose. Also auch das ist nicht unbedingt ein Kaufargument für das S3. Meiner Meinung nach ist es auch so, auch hier so, dass man durchaus auch, wenn man das Ganze unter dem Kosten-Nutzen-Aspekt sieht und vielleicht nicht ganz so viel in Geld investieren möchte, durchaus immer noch gut bedient ist mit dem S2. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Gewicht. Das Samsung Galaxy S3 wiegt 133 Gramm. Das Samsung Galaxy S2 ist leichter. Es wiegt nämlich nur 116 Gramm. Und vielleicht können wir jetzt an dieser Stelle auch mal das Ganze so ein wenig vergleichen. Wenn wir die mal hier so übereinander legen, dann seht ihr, dass das S3 schon ein wenig größer ist, aber jetzt auch nicht unbedingt so viel, dass man sagen kann, man kann es nicht mehr benutzen. Ich bekomme in meinen Kommentaren immer wieder mal Meinungen, wo die Leute sagen, dass 4,8 Zoll wirklich deutlich zu groß wäre. Das kann ich persönlich nicht bestätigen. Das liegt ganz einfach daran, dass die Hersteller das Display, wenn man so will, optimiert in das Gehäuse inzwischen einbringen und man gar nicht mehr so große Ränder hat. Also wenn ihr euch das mal so anschaut, auch von der Rückseite, es ist natürlich größer, das S3, es ist jetzt aber auch nicht so viel größer, dass man sagen kann, es ist nicht mehr funktional. Also beide bekommt ihr zum Beispiel noch wunderbar in eine Jeanshose rein, in die Tasche, also auch das ist kein Problem. Auch da muss man sich nicht von einem Modell trennen, nur weil es eben dann zu groß ist. Unterschiede noch, und das ist vielleicht etwas, was das S2 wirklich nicht hat und auch nicht kann. Wenn ihr unbedingt einen NFC-Chip haben wollt, dann müsst ihr eigentlich zu dem Samsung Galaxy S3 greifen. Hier ist ein NFC-Chip inzwischen verbaut. Die neuesten Smartphones, wie zum Beispiel auch das HTC One X, haben das ja jetzt. Die letzte Generation aus dem letzten Jahr 2011 und demnach auch hier das S2 hat eben keinen NFC-Chip. Und ich denke mal, dass in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren sehr, sehr interessante Anwendungsgebiete auch für den NFC-Chip kommen werden. Also das ist, wenn man so will, ein K.O.-Kriterium für das S2. Wenn ihr darauf Wert legt, das habt ihr eben nur beim Galaxy S3.
Ansonsten habt ihr natürlich bei beiden hier eine Front-Facing-Kamera. Übrigens bei beiden auch die gleiche Auflösung, nämlich 1,9 Megapixel. Und auch die Hauptkamera auf der Rückseite, da tun sich beide Smartphones nicht viel. Beide lösen mit einer Qualität von 8 Megapixeln auf. Beide verfügen über einen Single-LED-Flash. Und beide sind im Grunde genommen auch aus den gleichen Materialien, mit dem Unterschied, dass eben, ja, ich sag mal, das S2 so ein wenig insgesamt glatter und auch runder gestaltet ist. Viele sagen ja, dass ihnen das Design vom das S3 ist runder gestaltet. Viele sagen ja, dass ihnen das Design von dem S2 deutlich besser gefallen hat, weil einfach das Ganze hier im S3-Bereich wirklich sehr, sehr stark abgerundet ist und vielen gefällt eben dieses etwas ältere Design von dem S2 besser. Da gab es zwar auch Rundungen hier an der Seite, aber eben nicht so stark die Rundungen, wie es eben beim S3 jetzt der Fall ist. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Was ich persönlich beim S3 ganz interessant finde, ist, dass ihr eben auch gleichzeitig hier freien Speicher bei Dropbox bekommt. Das war beim S2 auch noch nicht so. Wenn ihr das Ganze kauft, habt ihr über Dropbox 50 GB frei. Ich meine für 2 Jahre. Das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte, wenn man dann auch mal in Dropbox persönliche Daten speichern möchte. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil von dem S2, dass ihr das hier eben nicht habt. Ja, ansonsten meine persönliche Meinung ist, natürlich ist das S3 technisch besser. Es hat die neuesten Spielereien, als da wären auch zum Beispiel zu nennen auf der Softwareseite S-Voice. Das habt ihr natürlich bei dem S2 auch nicht. Das konkurrierende System zu Siri, das ist natürlich auch eine Geschichte, die, wenn ihr die unbedingt haben wollt, dann müsstet ihr auch zum S3 greifen. Oder diese Geschichte mit Pop-Up-Play, das heißt, dass ihr zum Beispiel ein Video aus eurer Galerie spielen könnt und das Video dann eben sozusagen ausklinken könnt und frei auf dem Bildschirm platzieren könnt. Auch das ist etwas, was es nur bei dem S3 gibt. Das sind Sachen, die hat Samsung sozusagen softwaremäßig dem S3 auch spendiert. Und das sind eben dann Geschichten, die könnt ihr hier auch nicht im Nachhinein installieren. Das kann man eben nicht realisieren. Wenn ihr mich jetzt fragt, muss es unbedingt das S3 sein oder reicht eben auch das S2, dann ist meine Antwort ganz klar, wenn ihr zu den Leuten gehört, die eben wirklich Spaß haben an der neuesten Technik, und die zum Beispiel auch Spaß haben an so einem Quad-Core-Prozessor, denn das ist ja auch ein großer Unterschied zwischen den beiden Smartphones. Ihr habt hier bei dem S3 einen 1,4 GHz Quad-Core-Prozessor, also die neueste Generation von Samsung. Es handelt sich hierbei um den Exynos 4412, während das Samsung Galaxy S2 ja noch ein Dual-Core-Prozessor ist, 2x 1,2 GHz, und da handelte es sich seinerzeit um den Exynos 4210. Wie gesagt, wenn ihr zu diesen technikverliebten Leuten gehört, die vielleicht auch immer das Neueste haben möchten und haben wollen auch, dann ist das S3 natürlich ganz klar das Gerät eurer Wahl. Wenn ihr aber sagt, nein, ich will auch gar nicht so viel Geld ausgeben, mir reicht im Grunde genommen auch die Power von so einem Dual-Core-Prozessor und mir reicht auch ein 4,3 Zoll Display, ich finde das S2 vielleicht sogar vom Design schöner, dann denke ich mal, seid ihr mit dem S2 nach wie vor immer noch gut bedient. Es ist auf keinen Fall so, dass wenn ihr das Ganze jetzt neu kaufen würdet, ihr ein altes Smartphone bekommen würdet, sondern das ist wirklich immer noch auf der Höhe der Zeit. Ist auch im Alltag meiner Meinung nach gar nicht so richtig zu spüren, dass sich hier eben ein Unterschied wirklich auftut. Natürlich ist das S3 insgesamt noch etwas flüssiger, weil ganz einfach hier nur ein Dual-Core-Prozessor drin ist und weil, wenn ihr insbesondere auch zum Beispiel ICS hier updatet, dann merkt man natürlich schon, dass diese Dual-Core-Prozessoren mit Ice Cream Sandwich schon ein wenig zu kämpfen haben. Aber es ist immer noch so, dass das Ganze eben durchaus als flüssig zu bezeichnen ist. Und unter dem Aspekt, dass ihr eben eine ganze Menge sparen könnt, bin ich der Meinung, dass man durchaus überlegen kann, insbesondere wenn man vielleicht in den Smartphone-Markt erst einsteigt, auch zum S2 zu greifen. Auch für jüngere Schüler zum Beispiel, die vielleicht nicht so viel Geld haben, um sich dieses teure Smartphone, das S3, zu kaufen, ist natürlich das S2 nach wie vor eine interessante Alternative. Schaut einfach mal in Preissuchmaschinen rein oder bei eBay oder bei Amazon. Da werdet ihr erkennen, dass das S2 eben deutlich preiswerter ist als das S3. Das liegt natürlich auch daran, dass das S3 vor kurzem erst auch rausgekommen ist und dass die Preise eben nach wie vor hoch sind. Ja, Freunde, ich hoffe, dieser kurze Überblick über diese beiden Galaxy-Modelle hat euch gefallen, hat euch vielleicht
den einen oder anderen Hinweis auch mal gegeben, wenn ihr vor dieser, genau vor dieser Entscheidung eben steht, ob ihr euch für das Galaxy S3 oder dann doch vielleicht für das Modell aus dem letzten Jahr, das S2, entscheidet. Meine Meinung habt ihr jetzt gehört. Schreibt einfach mal eure Meinung in die Kommentare, insbesondere wenn ihr natürlich wirklich vor dieser Entscheidung steht, wie ihr euch da entscheidet oder entscheiden würdet. Möglichst natürlich auch mit Begründung und dann wird vielleicht eine kleine Diskussion unter dem Video entstehen. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ja, das Video soll jetzt aber auch nicht noch länger werden. Ihr wisst, ich neige immer dazu, meine Videos etwas zu lang zu machen, aber kein Problem. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich wie immer gerne tun. Ihr könnt dem Video auch gerne einen Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sage ich wie immer, ciao Leute, bis zum nächsten Mal, beziehungsweise see you!